Howdy, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück bei Let's Play SteamWorld Dick. Mit der letzten Episode haben wir wieder angefangen, ja, weiterzumachen mit SteamWorld Dick, und deswegen geht es direkt auch nochmal weiter, ne? Neue Episode am Rand und Band. Außer Rand und Band seid ihr alle. Wir haben ganz, ganz viel Zeug im Gepäck, ja, und wie man sieht, ist mein Sprachfluss immer noch auf einem Niveau. Das ist einfach nur crazy. Es ist einfach nur unglaublich, was ich hier so auf die Kette bekomme. Ich bin ein Profi sondergleichen. Ja, ich bin immer noch ein bisschen müde. Ist immer noch diese Aufnahme nachts um 3 Uhr inzwischen. So läuft das halt. Also es ist nicht schlimm, dass es nachts um 3 Uhr ist, weil, wie gesagt, der Schlafrhythmus von jedem Let's Player ist eigentlich ziemlich im Arsch. Und da zähle ich mich dazu, wenn Ferien sind. Das habe ich ja schon in der letzten Episode erwähnt. Aber trotz allem, irgendwie, heute war ja auch der zweite Weihnachtsfeiertag und ich kann ja mal so ein bisschen was von erzählen. Also man hat so die Familie um sich rum und ich bin eh schon sehr, sehr spät auf... Was ist das eigentlich? Hallo. Ich bin eh schon sehr, sehr spät aufgestanden, muss ich sagen. Und was auch immer ich jetzt hier gerade eben gekriegt habe, ist ja auch egal. Ich bin eh schon relativ spät aufgestanden. Und dann war ich aber, ich war den ganzen Tag müde, bis ich irgendwann mal einen Kaffee getrunken habe, hatte dann auch noch ein Sektle oder Cola weiter und so. Und ich muss schon sagen, ja, ich war total besoffen. Nee, das natürlich nicht. Aber ich muss schon dazu sagen, dass mich alles, es war ein sehr schläfriger Tag. Und dann habe ich jetzt den Abend damit verbracht, Trouble in Terrorist Town mit German Let's Play und Delay LP und Super Zocki und Maudado und Mr. More Game aufzunehmen. Ich glaube, das war alle. Hoffentlich habe ich niemanden vergessen. Das sollte bestimmt irgendwo auf irgendeinem Kanal von German Let's Play oder Delay LP oder sonst wo zu finden sein. Ich habe zwar auch aufgenommen, aber irgendwie hatte ich keine Lust, diese 1,5 Stunden dazu irgendwas Anständiges zusammen zu cutten. Da mache ich dann noch lieber hier diese Videos, ja, die nur auf meinem Kanal zu sehen sind. Obwohl das sehr, sehr Spaß gemacht hat, war meine erste Runde Trouble in Terrorist Town, und das war wirklich ganz schön geil. Hat mich hart erregt. Ja, war sehr, sehr witzig. Aber danach war ich dann eigentlich schon ziemlich weg. Da habe ich noch eine Runde Smash aufgenommen mit dem German Let's Play. Die kommt im Januar, in der ersten Januarwoche, beim German Let's Play, logischerweise. Und nachdem ich das gemacht habe, also nachdem ich schon eine ganze Menge aufgenommen hatte, habe ich mich dann dazu entschieden, hier noch was zu machen. Und ja, wie gesagt, das schlägt dann schon irgendwann ein bisschen auf die Müdigkeit, wenn man den ganzen Tag schon aufnimmt und eh irgendwie einen etwas müderen Tag hat, an dem man nicht wirklich wach wird. Außer man trinkt ein wenig Kaffee, denn Kaffee schmeckt richtig gut und macht dich wach. Ist ja sogar ab einer Tasse gesund, Kaffee, oder? Trinkt ihr eigentlich Kaffee? Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Die Frage habe ich zwar bestimmt schon mal unter irgendeinem Let's Play gestellt, aber an die aktuellen Zuschauer: Trinkt ihr Kaffee? Und wenn ja, wie alt seid ihr? Also mich hat früher Kaffee ja nie wirklich gejuckt. Ich fand dann immer Cappuccino nach so einer gewissen Zeit ganz ansprechend. Aber jetzt, seitdem ich auch so in der Arbeitswelt drin bin und morgens um 6.10 Uhr aufstehe und so, da muss ich schon sagen, ja, da tut so ein Kaffee doch schon mal ganz gut. Aber ich glaube, ein oder zwei Kaffee am Tag sind ja, glaube ich, sogar gesund. Da ist es ja gar nicht übertrieben viel. So, da haben wir mal einen Hebel umgelegt, und wir sind übrigens in einer der Special-Höhlen. Sollte man vielleicht mal nebenbei auch erwähnen, um so kurz das Let's Play anzusprechen, das wir hier eigentlich machen, und nicht einfach nur random über irgendwelche Themen zu quatschen, auch wenn ich das bei dem Projekt befürworte. Ja, da kann man das machen, meiner Ansicht nach. Komme ich hier denn gerade ran? Oder muss ich, Moment, ich setze mal hier eine... Hallo? Ich kann hier keine Leitern setzen. Das ist ja toll. Das ist ja totally amazing. Und hier komme ich auch gar nicht ran. Ich glaube, ich brauche tatsächlich die stärkere Spitzhacke, um in dieser Höhle hier voranzukommen. Und ich verliere gerade Leben ohne Ende. Das ist echt... Das macht keinen Spaß, die ganze Zeit so viel Leben zu verlieren. Also hier kriegen wir nochmal Wasser her für den Fall der Fälle. Du brauchst Licht, du brauchst Licht. Ja, ich hab doch Licht, aber ich kann es leider nicht anmachen. Oh, mein... Oh, wow. Okay. Also den Hebel auch betätigen, obwohl vielleicht brauchen wir doch keine bessere Spitzhacke. Das wäre ja eigentlich ganz cool. Was wir mal viel eher bräuchten, wäre Leben. Ach, das ist so ein Gesamtheilpaket und auch so ein... Ach, stimmt, wir haben ja da oben rechts das Licht. Oben rechts wird uns Licht angezeigt. Das wusste ich gar nicht. Nur wie lädt man das genau auf, ne? Außer mit diesen... Ah, so, mit diesen Symbolen. Also diesen rumschwebenden Dreiecken. Hier kommt man wieder nicht durch. Das kriegen wir auch nicht ab. Ja, wie soll ich hier jetzt durchkommen? Also mal ganz ehrlich, das finde ich jetzt gerade eben politisch sehr unkorrekt. Von dir, Spiel. Vielleicht so. Ich mache jetzt einfach mal, ich probiere jetzt mal ein bisschen durch die Gegend zu skillen. Okay, hier kriege ich nochmal Licht her. Aber wo komme ich denn da nochmal dann entlang? Hier komme ich nicht durch. Ich brauche da erst die bessere Spitzhacke, glaube ich.
Nee, doch nicht. Jetzt hätte ich mir, jetzt wäre ich schon fast zurück und hätte mir die bessere Spitzhacke geholt. Da hättet ihr mich aber mal wieder ganz schön verprügelt, glaube ich. Entschuldigung. Mega geiler Verschlucker, Versprecher for the win. Da haben die Leute Spaß mit. Okay, jetzt muss ich mich hier... Ich darf ja keine Leitern benutzen. Das ist irgendwie so das, was mich hier auch gerade eben andödelt. Ich kann höchstens das Wasser hier nehmen. Und dann hier dagegen springen. Dann fällt das nach unten. Dann fällt das nach unten ganz munter. Und dann kann ich hier nochmal so durch. Dann hier rüber. Und dann habe ich das erledigt. Und dann kann ich gleich zu dem nächsten Upgrade kommen. Dann bekommen wir tatsächlich noch in dieser Episode ein weiteres Upgrade von SteamWorld Dig. Übrigens, was ich vergessen habe zu erwähnen. Ich glaube, das habe ich tatsächlich noch nie gesagt. Diese ganzen Höhlen. Zumindest stand das so in der Beschreibung. Es können mich gerne versierte und seit Jahren profihafte SteamWorld Dig-Spieler korrigieren, falls dem nicht so sein sollte. Aber anscheinend sind diese Höhlen zufallsgeneriert. Das heißt im Klartext, dass das Let's Play, das ihr hier seht, komplett einzigartig ist. Und wenn ihr euch das Spiel selbst auf Steam oder im eShop für den Nintendo 3DS holt, dass eure Welten komplett anders sind und dass sich das dann tatsächlich auch lohnt als Let's Play und trotzdem noch das Spiel dazu zu spielen. Finde ich ja immer schön. Das mag ich ja. Ich bin ja allgemein jemand, der das befürwortet, das Let's Play zu erleben und danach das Spiel nochmal selbst zu erleben. Ja, das ist eine Sache, die sehr viel bringt, die einem auch eigentlich sehr viel gibt. Und natürlich soll man auch die Entwickler unterstützen, im besten Fall. So, howdy! Technologie erweitert Bohrer. Oh mein Gott. Jetzt kann ich also die richtig harten Dinger durchknüppeln. Brauche ich jetzt gar keine Spitzhacke mehr, oder wie? Ich glaube, jetzt brauche ich... Also jetzt bin ich ja wirklich mega... Mega der Shit einfach. Also was unser Oppis oder unser Onkel oder wer auch immer das war hier zurückgelassen hat. Das ist schon eine Technologie auf feinstem Niveau. Aber dafür brauchen wir auch Wasser. Das heißt, Wasser wird jetzt zu einer noch wichtigeren Ressource in dem Spiel. Wir müssen also immer gucken, dass unsere Wassersachen gut gefüllt sind. Und wenn wir dann wahrscheinlich kein Wasser zur Verfügung haben, dann wird wieder auf die Spitzhacke zurückgegriffen. Auf die gute alte Spitzhacke. Aber jetzt können wir wohl einfach den... Alter, wie fix das geht! Guckt euch das mal an! Du brauchst Wasser, ja, kann ich jetzt nicht wieder auf die... Ah, okay. Hier wechsle ich also durch, Spitzhacke und Bohrer, je nachdem. Und mit der Spitzhacke geht das natürlich deutlich langsamer. Da schläft man also fast ein dabei. Und hier unten ist jetzt irgend so eine komische Höhle. Mit einem Totenkopf drauf. Finde ich jetzt ja persönlich gar nicht mal so geil. Vielleicht gibt es hier den Endgegner. Hey, ich bin der Endgegner. Denn sie schwören, hey, hey, denn mich kennt jeder. Du kannst entweder kommen, hör mein Album an. Oder bam, bam, salutieren, nimm jetzt Haltung an. Song von Bushido. Der alten Kanüle. Oder ist er von Bushido gewesen? Und das wusste ich gar nicht. Also damals... Als ich den Song kennengelernt habe, das war in meiner frühen Jugend, wusste ich gar nicht, dass der von Bushido ist. Hui, dieser Bohrer sieht ja massiv aus. Hey, du sollst nicht anfangen, über meinen, du weißt schon was zu reden, ne? Damit kommt man auch durch harten Boden oder durch kräftiges Metall, meine Dame. Meinst du, Joe hätte gewollt, dass du das tust? Brich in die Old World unter der Mine durch. Da sind garantiert die tollsten Schätze. Alles voller Genies dort. Ich glaube kaum, dass die wissen, was wertvolles Gestein ist. Entschuldigung, sie wurde euphorisch, sie ist ein bisschen durchgedreht, sie ist durchgeknallt, sie findet das richtig geil. Das könnte einen Goldrausch in Tumbleton bedeuten. Okay, schön. Ich bin übrigens auf Level 6 und kann jetzt einen Großtank und eine Plattenrüstung mir anschaffen. Das werde ich vielleicht auch gerade eben mal tun. Einige Teile des Bohrers sehen vertraut aus. Du brauchst immer noch Dampf. Andere Teile habe ich noch nie gesehen. John hat diese Ideen aus der Old World schätze. Er sagt, dass die alten Knies in alten Zeiten mal sehr intelligent waren, bevor sie die Welt kaputt gekriegt haben. Was darf denn sein? Ich finde diese Story nebenbei, die da einfach so am Start ist, finde ich extrem geil gemacht. Macht mir richtig viel Spaß. Was ich mir jetzt als erstes mitnehmen werde, ist nicht das mit dieser Gesundheit, sondern den Großtank. Und Leute, ich muss nach dieser Episode echt aufhören. Ich werde einfach richtig, richtig müde. Und ich habe ja auch immer noch die Devise seit Neuestem. Ich habe wieder angefangen zu lesen. Ja, ich habe wieder angefangen zu lesen. Gerade eben lese ich sogar passend zu diesem Let's Play hier, lese ich ein Buch namens Der Maschinenmann. Oder einfach nur Maschinenmann. Der ist gar nicht davor, von Max Barry. Ist ein Roman, der erst als Fortsetzungsroman im
im Internet erschienen ist, ja, also da kam einfach jeden Tag quasi ein neues Kapitel raus oder irgendwie sowas. Und ein sehr, sehr toller Roman, wo es darum geht, dass ein Forscher einen Arbeitsunfall hat und dabei ein Bein verliert, sich dann aber anfängt, seine eigene maschinelle Prothese zu bauen, die eben auch der absolute Überhammer ist und dann eben nachher so krass drauf ist, dass er sich immer weiter verbessern möchte und sich sein anderes Bein auch noch bewusst entfernt. Ist ein bisschen creepy, ich weiß. Und dann, oh, jetzt sind wir in der Old World tatsächlich. Ja, und jedenfalls, um kurz zu Maschinenmann zurückzukommen, er ist dann eben so drauf, dass er plötzlich seinen biologischen Körper als, ja, eher als Beeinträchtigung ansieht. Und eben auch so ein, ja, ich will nicht so viel verraten, aber wie gesagt, er möchte sich eben immer weiter verbessern. Und das wird dann zu so einem, ja, sehr gesellschaftskritischen Roman zum einen, weil es ja auch wirklich eine, ich habe das schon öfters mal besprochen, ich glaube in einer der alten Minecraft-Let's Play-Folgen, dass es ja wahrscheinlich irgendwann so laufen wird wie mit Schönheits-OPs. Sobald irgendwann die Prothesen besser sind als das Biologische, wird das wie mit Schönheits-OPs laufen. Früher haben Schönheits-OPs nur Leute bekommen, die einen Unfall hatten, ein sehr deformiertes Gesicht hatten. Und wo bin ich denn jetzt gelandet? Alter Vater, ich bin total irritiert. Ich möchte noch kurz das Thema fertig besprechen. Und das wird auch irgendwann mit dem Biologischen so sein. Also wie dann Schönheits-OPs irgendwann dafür waren, wo sie besser waren als das Biologische, also anscheinend besser, ich finde es ja meistens ehrlich gesagt nicht besser, haben die Leute halt auch angefangen, das von sich aus zu machen, ohne irgendwie das wirklich nötig zu haben. Und so wird das vielleicht auch irgendwann damit sein. Also meine aktuelle Einstellung ist einfach, ich will nicht an mir rumschnippeln lassen, solange es gesundheitlich nicht unbedingt nötig ist. Also solange ich halt nicht eine OP brauche, um gesundheitlich anständig weiterleben zu können, will ich das nicht. Und das Buch, das ist sehr, sehr krass, also ist sehr beklemmend geschrieben. Man kriegt ein sehr unangenehmes Gefühl und ist eine Empfehlung. Max Barry, Maschinenmann. Ja, vielleicht werde ich auch irgendwann mal tatsächlich so ein Buchformat machen. Schreibt mal in die Kommentare. Ich kann mir vorstellen, dass bei dem Let's Play ein paar Leser und Leserinnen dabei sind. Interessiert euch das, dass ich mal über Bücher rede? Ich weiß ja nicht. Und jetzt bin ich... Ach so, ich bin immer noch in Tumbleton? Was sagt er denn? Das ist die Old World, also gefunden. Ein klimatologischer Ort. Du bist ja mit der Druckluftleitung fertig geworden. So, sie leugt den Dings. Ich kann nicht mehr so gut husten bei ihm, weil, ich kann nicht mehr so gut husten, weil ich nicht mehr husten muss. Also, als ich das jetzt bei angefangen habe aufzunehmen, musste ich immer öfters mal husten. Boah, mir wird gerade ganz schön warm hier. Oh, pack auf die Aufbäume, Kunden. Genies können ziemlich gefährlich sein, nicht der allerbeste Ort für eine Mine, aber man kann sich wohl nicht aussuchen, wo man Lagerstätten findet. Was darf denn sein? Also, ich könnte jetzt nochmal Sachen kaufen, Gesundheit vielleicht mal. Ja, wir haben die Old World gefunden. Um jetzt mal so nebenbei wieder auf das Spiel einzugehen, Entschuldigung, dass ich gerade eben so mit den Themen so abgedriftet bin, aber das habe ich mir ja in dem Let's Play ja auch von Anfang an rausgenommen und werde ich mir auch weiterhin rausnehmen. Wir sind jetzt also in einer neuen Welt gelandet, in der Old World, wo anscheinend sich auch irgendwelche Genies rumtreiben, wir natürlich auch deutlich bessere Erze und Ressourcen finden, also eigentlich auch eine ganz interessante Entwicklung heute vom Gameplay-Technischen hier, nicht nur von den Themen, die ich einfach mal wieder so rausknall, wie sonst was, ich nehme mal den Bohrer jetzt, weil es einfach damit ein bisschen zügiger geht. Und wofür haben wir den denn? Kann ich damit eigentlich auch das hier? Nee, das kann ich noch nicht. Aber da kann ich mich durchbohren, auch wenn das wirklich eine halbe Ewigkeit dauert. Und man kann sich auch schneller vor diesen Objekten retten, wenn irgendwas runterfällt. Wenn man das hier mal kurz sieht. Moment. Man kommt einfach schnell genug durch. Und hier ist jetzt also auch TNT am Start. Ich weiß ja nicht, wann das explodiert. Wahrscheinlich jetzt. Komm schon. Ja, Baby. Bam. Das sprengt sich ja richtig aggressiv in die Lüfte. Das Problem von diesem Bohrer ist ja tatsächlich, dass wir Wasser brauchen. Ja, spreng dich. Dankeschön. Und ich habe auch direkt Schaden abgeregt. Das freut mich total. Und ich höre hier gerade schon... Das sind jetzt irgendwelche Genies, oder wie? Die sich selbst umbringen. Okay, alles cool. Ah, da unten können wir nochmal Wasser bekommen. Moment. Aber hier komme ich nicht durch, ne? Da muss ich den Weg wählen. Ich finde das auch cool mit diesen verschiedenen Grabeinstrumenten. Möchte ich mal so nebenbei betonen. So. Jetzt haben wir nochmal ein bisschen was am Start, womit wir uns schneller durch die Gegend graben können. Ich könnte natürlich auch so langsam mal anfangen, vielleicht andere Wege zu wählen. Aber diese Old World, die ist mir wirklich ein bisschen unsympathisch. Weil guckt euch das mal an hier, diese grünen beleuchteten Dinger. Die Musik hat sich auch deutlich verändert. Ist irgendwie ein bisschen störrischer geworden. Darauf habe ich gerade gar nicht... Boah, ich habe weniger auf das Spiel geachtet in den zwei Folgen. Tut mir leid. Ich schäme mich ja so. Und jetzt haben wir da wieder so einen Typen, der sich selbst in die Luft sprengt. Wenn er das möchte. So, ich mache ihn mal mit dem Bohrer hier platt. Asozial, wie ich bin. Und jetzt bräuchte ich wieder Wasser.
Oh, wie komme ich denn jetzt? Moment, jetzt muss ich hier mal kurz vielleicht doch zur Leiter zurückgreifen. Um hier wieder anständig nach oben zu bekommen und gehe mal noch die Ärzte verfolgen. Genau, ich gehe Ärzte verfolgen. Obwohl, ein bisschen Wasser hätten wir noch am Start. Ach komm, da können wir noch ein bisschen obendrauf. Nochmal ein bisschen nach unten gehen. Wo waren wir denn? Auch ziemlich ekelhaft, wie die klingen. Ach, da ist nochmal ein grüner Punkt, ein roter Punkt dazugekommen. Dann bohren wir uns doch zumindest mal da noch hin. Und das ist jetzt Nummer 1 von der Old World. Also wir sind jetzt quasi, wir haben jetzt die erste Stage komplett gemeistert. Also diese normale Welt, die unter Tumbleton sich befindet. Und jetzt sind wir eben in der Old World, die nochmal andere Erze bietet, teurere Erze und auch andere Gegner, ganz klar. Das haben wir ja bemerkt, dass das nicht die gleichen Gegner sind wie vorher. Sondern dass wir es jetzt mit so komischen Genies zu tun haben, die aber nicht mehr so ganz normal im Kopf zu sein scheinen, wenn sie sich mit irgendeinem Scheiß in die Luft sprengen. Was sie ja eindeutig tun, denn die tragen Dynamit mit sich rum und sprengen sich in die Luft. Warte mal, wir gehen jetzt nochmal kurz hin hier. Diese Genies jagen uns doch keine Angst ein. Boah, die wirkt echt auch ein bisschen psycho hin und wieder. Ja, Level 7 haben wir erhalten und damit den Druckhalter und die Zerstörerpicke freigeschaltet. Was wir halt mal brauchen, ist mehr von diesen blauen Materialien. Davon haben wir echt zu wenig am Start. Gesundheit mal kurz oben drauf packen. Die Plattenrüstung würde ich jetzt auch einfach mal noch kurz spontan mitnehmen. Und dann können wir jetzt eben bald anfangen, den Druckhalter uns zu holen, sobald wir mehr von diesen Verbesserungsmöglichkeiten haben. Ich mach mal die Kohlelaterne, packe ich noch oben drauf, dann leuchtet hier alles so ein bisschen länger, obwohl ich ehrlich gesagt bisher noch nicht so wirklich die Sichtprobleme hatten. Das war's mit dieser wundervollen Episode von Let's Play SteamWorld Dig. Beim nächsten Mal in der nächsten Session sehen wir uns hoffentlich wieder ein bisschen fitter wieder und nicht, dass ich hier halb einschlaf. Aber es hat euch hoffentlich trotzdem gefallen. Falls dem so sein sollte, lasst dem Video bitte einen Daumen nach oben da und ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Ciao, tschüss und ja, reingehauen!